Schmerz. 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 Ich blicke mich um in dieser Welt und sehe Schmerz. Herzschmerz. Zerbrochene, kalte Herzen, die sich nach Heilung und Wärme sehnen. Verletzte Frauen, die sich aus Angst und Hoffnungslosigkeit ergeben und Verachtung erleben. Nüchternheit und Teilnahmslosigkeit, in der sich die spürbare Eiseskälte im großen und kleinen Stil quer durchs dürre Land treibt. Ich wär so gern helfende Hand, verbindendes Band, jemand ohne Sicherheitsabstand. Mir blutet das Herz, wenn ich Frauen sehe, wie sie unter ihren Möglichkeiten leben, sich kleiner machen, als sie sind, sich ducken und den Kopf einziehen, aus Angst gesehen zu werden, etwas falsch zu machen, es nicht wert zu sein. Wie ein Karussell kreisen meine Gedanken immer schneller und Worte des Zerstörens prasseln auf mich ein. Du bist eine Frau. Du kannst das nicht. Du bist zu dumm dafür. Das schaffst du niemals. Du bist viel zu hässlich. Du bist nicht genug. Was sollen diese Anklagen, das zerstörerische Gift in ausgesprochenen Worten und hämmernden Gedanken, die das Herz erkalten lassen? Ja, Worte haben Macht. Aber was ist, wenn man sie entmachtet und mit der Wahrheit betrachtet? Die Angst als stetige Begleiterin ist mir nicht fremd. Sie lähmt mich. Sie hindert mich weiterzugehen. Ist kein Schutz mehr vor möglichen Gefahren, sondern eine Barriere, die mich in die Enge treibt. In all den Höhen und Tiefen des Lebens, dem Schönen und dem Hässlichen, fühle ich mich doch oft allein mit meinen Sorgen, Ängsten und Zweifeln. Fühle mich hilflos gefangen und vergessen. Von Neid zerfressen und Eifersucht besessen, macht sich Leere in mir breit. Du hast doch gesagt, Gott, dass du immer bei mir bist und mich angenommen hast. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich oft selbst nicht bei mir bin und meine Unfähigkeit, mich selbst anzunehmen, in den Wahnsinn treibt? Kennst du das? Die Schreie in mir werden immer lauter, doch äußerlich verstumme ich. Schatten, Sorgen und Selbstzweifel umgeben mich und trüben meinen Sinn. Ist es so, wer ich wirklich bin? Ist mein Wert nur ein Schein oder ist in seinem Schein doch das Sein? Wer bin ich? Drei leichte Worte und so viel Gewicht. Sinn. Ich frage mich, macht das alles Sinn? Wo bist du, Gott? Siehst du wirklich meinen Schmerz oder ist das alles nur ein schlechter Scherz? Mein verzweifeltes Herz ist in dieser Wüstenzeit fragend auf der Suche nach Schutz, Halt und Geborgenheit. Nach einem Ausweg aus der Dunkelheit. Eine sanfte Stimme klopft sachte an mein Herz und lässt mich erinnern. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In den Tälern meines Lebens formst du mich. Du führst mich in die Wüste, um freundlich mit mir zu reden, mein Gedankenchaos zu entwirren. Du hast mir zugesagt, dass ich deine geliebte Tochter bin, deine wertvollste Perle, wunderschön und einzigartig. Daran gibt es nichts zu rütteln, es steht felsenfest. Du kennst mich durch und durch und weißt, was ich brauche. Du rufst mich bei meinem Namen. Und ich darf bei dir sein.
Ich bin es wert, genug und gewollt. Langsam, ängstlich, aber hoffend stehe ich auf und taste mich vorwärts. Der Sturm in meinen Gedanken ebbt ab und ich komme bei dir zur Ruhe. Zu lange schon lag ich im Dreck meiner Vergangenheit und ließ mich knechten von der Scham. Ich stelle mich meinem Schmerz, meiner Schwachheit und meiner Schuld. Gott, du rufst mich in dein Licht. Ich kann nicht anders, als zu dir zu kommen. Hingegeben zu deinen Füßen sitzend, Herr, gibt es keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Ich will mich auf dein Wort verlassen und dir vertrauen, dass du zerbrochene Herzen heilen wirst. Meine Berufung, die du über meinem Leben ausgesprochen hast, bereust du keineswegs. Das gute Werk, das du in mir begonnen hast, wirst du zur Vollendung bringen. Meine Begabungen dürfen zur Entfaltung kommen und die Vielfalt und Schönheit deiner Schöpfung sichtbar werden. Ich stütze mich nicht länger auf die Krücken meiner Abhängigkeit, sondern laufe aufrecht an deiner Hand. Deiner Weisheit will ich mehr Glauben schenken als meiner beschränkten menschlichen Perspektive. Ich sehe auf Schönheit. Schönheit, die hervorbricht aus den Trümmern meiner Welt. Deine große Liebe findet mich. Sie findet mich überall und geht mir nach. Du hast mir einen Platz bereitet in Freiheit, in deiner Gegenwart mit voller Würde und Heil gekrönt. Es ist wahr, du, Gott, machst alles neu. Staunen. Mich ergreift ein unfassbares Staunen über neues Leben, über die Vielfalt, Schönheit und Unterschiedlichkeit der Frauen. Gott, wie wunderbar hast du uns gemacht? Jede einzelne als dein Ebenbild, geliebt, gewollt, genug. Meisterhaft gestaltet und geformt, begabt und beauftragt. Doch nicht geschaffen, um allein den Weg zu bestreiten. Gemeinsam statt einsam. Gemeinsam deine Wege entdecken, anstatt als Einzelkämpferin zu verrecken. Gemeinsam als Schwestern Seite an Seite unterwegs. Im Miteinander sich selbst erkennen. Sich gegenseitig sehen und in Liebe annehmen. Rüste uns aus, Gott. Lass uns vorangehen mit dir an unserer Seite als engsten Wegbegleiter. Wir wollen nicht länger vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind. Sonst würden wir eine Lüge leben, die uns klein und zahm hält und unser Herz befällt. Aber dort, wo das Licht ist, muss die Finsternis weichen. Denn als deine Kinder sind wir berufen, im Licht zu leben und dich, Gott, anzubeten. Wir sind zur Freiheit berufen, in die uns Christus hat gerufen. Wir sind keine Opfer unserer Umstände mehr, keine weißen Kinder, nein. Wir sind Töchter Gottes. Gott traut uns zu, dem Schmerz der Welt zu begegnen. Traust du dir zu, deinem eigenen zu begegnen? Lasst uns aufbrechen in ein neues Kapitel, erheben und den lebendigen Gott erleben. Ja, wir sind Teil seines heiligen Volkes, seiner königlichen Priesterschaft. Lasst uns die Menschenfurcht ablegen und ihnen mit Gottes Liebe begegnen als Echo seiner Stimme. Lasst uns die Schönheit und Vielfalt entdecken, zum Strahlen und zur Entfaltung wecken und nicht länger zerstören. Lasst uns einen Unterschied wagen, genau in diesen Tagen. Unsere Welt braucht Frauen, die sich investieren und hingeben für andere, die ihr Herz nach außen tragen und nicht um jeden Preis bewahren.
die es verschenken. Die es verschenken, damit andere Wärme, Licht und Geborgenheit erfahren und Zerbrochenes heil werden kann. Das Leben ist viel zu kurz und zu kostbar, es brach liegen zu lassen. Gott ruft uns Frauen nicht zur Rebellion, sondern zum liebenden Kampf für das Leben. Gott hat uns eine Botschaft ins Herz gelegt, die von seiner Liebe und Annahme geprägt ist, mit der wir die Welt prägen dürfen. Unsere geheilten Narben im Herzen erzählen Geschichten, durch die Jesus scheint und die es gilt, gehört zu werden. Erlöste Frauen, unendlich schön, hoffnungsvoll strahlend und aufrecht gehend. Voller Zuversicht und Vertrauen, Tapferkeit und Entschlossenheit. Mit Hoffnung auf Herrlichkeit in Ewigkeit. Something good.